Hallo, heute wollen wir uns mit der Wärmemenge 2 befassen, die sich auf der Aufgabe aus der Wärmemenge 1 ergibt. Wir hatten dort eine Wärmemenge herausgearbeitet von 62.700 Kilowatt pro Sekunden oder eben auch Kilojoule. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt der Frage zuwenden, wenn dieser Trinkwasserbehälter durch irgendein Gebilde erwärmt wird, nehmen wir mal an, zum Beispiel durch einen Ofen oder aber eine Gastherme, dann muss das warme Wasser im Gegenstromverfahren sozusagen hier eingebracht werden, wobei es sich dann natürlich logischerweise langsam abkühlt und dann hier herausläuft. Da aber auch hier das Gegenstromverfahren angewendet werden soll, wo gewissermaßen die Flamme über einen Brenner hier die Wärme produzieren soll, zum Beispiel Erdgas, dann wird das kalte Wasser, die letzten Rauchgase sozusagen, bevor das Rauchgas den Brenner verlässt, abkühlen. Naja, und auf dem Weg dahin wird sich das Wasser erwärmen, so dass es dann gewissermaßen hier heiß ankommt. Ja, das würde bedeuten, der Fluss wäre jetzt sozusagen in dieser Richtung zu wählen. Das heißt, hier tritt das Wasser ein und hier würde das Wasser im Umkehrschluss sozusagen einherlaufen. Ja, und da das natürlich alles nicht so ganz ohne Umtrieb vonstatten geht, bauen wir uns hier einfach kurzerhand eine kleine Pumpe ein und schon können wir erkennen, das kalte Wasser, das sich abgekühlt hat, wird in die Gastherme eingebracht. Hier erwärmt es sich an der Flamme und wird dann sozusagen hier in den Speicher hineingearbeitet. Ja, und das nennt man dann eine Trinkwasservorwärmung. Ergänzend möchte ich nur sagen, und das ist natürlich schon auch wichtig, dass wir irgendwo die Rauchgase hier abführen wollen. Und das wären die Rauchgase. Ja, was ist die Frage? Wenn also hier ein Wärmebedarf von Q gleich 62.700 Kilojoule respektive 17,4 Kilowattstunden benötigt werden, dann möchte ich jetzt natürlich ganz gerne wissen, wie groß ist die Menge an Erdgas, die hier gebraucht wird. Die Lösung dazu ist wieder verhältnismäßig einfach, denn wir werden die Wärmemenge, die durch die Verbrennung freigesetzt wird, in zweifacher Hinsicht angeben. In den Formelheften wird je nachdem, ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Stoffe unterschieden. Bei gasförmigen berechnet sich die Verbrennungswärme V mal H und bei flüssigen und festen Brennstoffen ist es M mal H. Masse mal Heizwert oder Verbrennungswert, wie man das auch immer nennen will. Mit dem Verbrennungswert möchte ich mich kurz noch einmal ein kleines bisschen beschäftigen, weil wenn wir fossile Brennstoffe haben, dann handelt es sich in den allermeisten Fällen um Kohlenwasserstoffe. Mal abgesehen davon, dass vielleicht Schwefel und andere Elemente dort enthalten sind. Bringen wir hier beispielsweise immer als
zugehörigen Partner den Sauerstoff mit hinzu, können wir uns die Reaktionsgleichung, die vollständige, in CO2 plus Q Verbrennung irgendwie vorstellen. Hier würde H2O plus Q Verbrennung das Ergebnis des Verbrennungsprozesses sein. Wir sehen aber sofort, dass die Mengen nicht stimmen. Also können wir hier, weil immer Gase zweiwertig auftreten, also auch hier zweiwertig auftreten, erkennen, dass die Mengenbilanzen nicht stimmen. Für CO2 geht es schon in Ordnung, die ist okay, aber für H2O sehen wir sofort, wir müssten natürlich auch hier ergänzen und dann bekommen wir selbstverständlich 2O, also 2 H2O und in der Summe werden insgesamt 4 Wasserstoffatome gebraucht, also brauchen wir hier natürlich auch 2 H2, also 2 mal 2 sind 4, 2 mal 2 sind 4 Wasserstoffatome. Beim Abkühlen der Rauchgase kann man nun im Prinzip erkennen, dass wir natürlich den Energieinhalt möglichst vollständig aus den Rauchgasen entnehmen wollen und daher so tief wie möglich abkühlen möchten. Das würde bedeuten, dass in diesem Fall, die Rauchgase etwas höher sein müssten als die entsprechenden Rücklauftemperaturen, sodass wir hier auf 70 Grad abzukühlen hätten. Das heißt also, die Rauchgastemperaturen liegen bei ca. 70 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur könnte man eventuell annehmen, dass CO2 noch keine Aggregatzustandsänderung erfährt. Soll heißen, CO2 bleibt gasförmig, während Wasserdampf sich möglicherweise schon als Flüssigkeit ausscheiden kann. Das heißt also, wir unterscheiden, ob dieses gasförmig oder flüssig in Erscheinung tritt. Bleibt es gasförmig, wird sozusagen die Kondensatenergie des Wassers nicht genutzt und wir sprechen von der sogenannten Niedertemperatur. Verflüssigen wir jedoch Teile davon, generieren wir ein wenig Energie, die sogenannte latente Wärme, gleich Kondensatwärme. Und werden einen größeren Energieanteil sozusagen bekommen. Verflüssigen wir, reden wir von der sogenannten Brennwerttechnik. Und das andere, das war eben eine ganz normale Niedertemperaturheizung. Bei der eben nur kurzzeitig mal Wasserdampf entsteht und Kondensat. Aber im Dauerbetrieb die Temperaturen dann größer als Kondensattemperatur sind, also rund 100 Grad. Also bei Rauchgasen, die bei 70 Grad liegen, würden wir von Brennwert sprechen. Bei Temperaturen größer 100 Grad sprechen wir von Niedertemperatur und dann wird der untere Heizwert verwendet, um praktisch hier die entsprechenden Energieanteile zu bestimmen. Niedertemperatur. Brennwerttechnik würde dann also bedeuten, dass der Heizwert sozusagen einen größeren Wert haben müsste, weil eben auch latente Wärme genutzt wird. Daher schreiben wir entweder für H Heizwert den oberen Heizwert
oder wie man oft schreibt, nur B für den Brennwert. Bei der Niedertemperaturheizung, wo wir den Wasserdampf sozusagen nicht zurückgenerieren können, sprechen wir von dem unteren Heizwert. Und dieser untere Heizwert ist in den allermeisten Tabellen, wie auch in unserer Formelsammlung, dann entsprechend hinterlegt. Ja, wie können wir jetzt sozusagen den Wärmebedarf dort berechnen? Der Wärmebedarf wäre jetzt hier für zum Beispiel Erdgas der untere Heizwert HU beträgt, das müssen wir uns jetzt mal aus der Formelsammlung heraussuchen, bei Erdgas 35.000 Kilojoule pro Kubikmeter. Mit diesem Wert arbeiten wir nun und werden also herausbekommen, dass die Wärmemenge, die wir hier brauchen, natürlich schon durch den Tatsachenbestand hier gegeben ist und können dann sozusagen nach der gesuchten Größe bei gasförmigen Brennstoffen nach V umstellen. Da käme also V Erdgas als gesuchte Größe dabei heraus. V ist gesucht, dann würden wir Q durch H rechnen müssen und Q waren 62.700 Kilojoule geteilt durch 35.000 Kilojoule pro Kubikmeter. Kilojoule kürzen sich heraus und im Ergebnis würden wir hier sozusagen dabei erhalten 62.700 geteilt durch 35.000 gleich 1,78, also rund 1,8 Kubikmeter Erdgas. Das wäre sozusagen die Menge, die, oder besser gesagt das Volumen, das benötigt würde. Was letztlich natürlich nicht berücksichtigt worden ist, ist der Wirkungsgrad bei der Verbrennung. Im Wesentlichen kann man nicht mehr als das Gas tatsächlich verbrennen und das geschieht ganz allgemein mit einem Wirkungsgrad von ungefähr 0,94 bezogen auf die einzelnen Heiz- oder Brennwerte. In unserem Fall würde das bedeuten, wir müssten also hier den Wirkungsgrad bei der Verbrennung noch berücksichtigen und damit würden wir natürlich sofort erkennen können, dass wir mehr Gas brauchen, als hier bei einem Wirkungsgrad von Eta gleich 100% berechnet. Also müssen wir diese 1,8 durch 0,94 teilen, damit dieser Zahlenwert größer wird. Und dementsprechend bekommen wir dann die Verbrennungswärme V Erdgas mit dem Wirkungsgrad berechnet von 1,8 geteilt durch 0,94 Kubikmeter und das ist dann eine Zahl, die dann tatsächlich 1,9 Kubikmeter groß ist. Also ungefähr 2 Kubikmeter werden hier verbraucht. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.